Ach, wenn ich mich doch bloß besser erinnern könnte. Aber da könnt ihr mal sehen, seid dankbar für jede Erinnerung, die euch bleibt, denn so viele gehen davon, sagte der Honk mal wieder. Ich werde hier trotzdem mal die Kräuterchen pflücken und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich euch derweil erzählen soll. Ja, es ist kalt in Deutschland, nicht nur in Temperaturart, sondern auch durch die schwarze Pest und ihre Priester. Und dass wir Lauterbach als Gesundheitsminister kriegen, nie war Comedy näher an der Realität als heute, sage ich nur. Der Panikpriester als Gesundheitsminister. Ich fasse es nicht. Ja, und natürlich sind immer noch alle Ungeimpften schuld an allem. Ich warte nur darauf, dass wir auch noch schuld sind an der Kreuzigung Jesu Christi, an dem Meteor, der einst die Dinosaurier getötet hat. Es ist einfach, Entschuldigung, das ist einfach nur schlechter Humor, was hier abgeht. Und man sieht mal wieder, der Deutschländer ist am meisten und am besten imstande, sich aufhetzen zu lassen und sich spalten zu lassen und Schuldige zu suchen und nach deren Bestrafung zu schreien. Darin war er schon immer gut und wird er auch immer gut sein. Ja, es gab da einen berühmten Ausspruch von Napoleon über den Deutschen, wie er so handelsüblich ist. Und der stimmt. Außerdem ist er gerne Denunziant und ja, und weiß immer alles besser. Er ist gern schlau und wenn man ihm sagt, du bist schlau, wenn du dieses und jenes tust, dann wird er kein Problem damit haben, Folge zu leisten. Transversales Ring. Bringt das uns irgendwas, wenn wir den jetzt betreten? Hui, transversales Teleport. Was? Moment. Bringe Sanraya die Harfe. Ich habe das Seeleninstrument bei mir. Sanraya würde sich freuen, wenn ich es ihr bringe. Hätte ich gleich mal machen sollen. Der Ebpferd-Tempel. Was verbirgt sich vor den Tiefen des Tempels? Bla, löse das Mosaikrätsel. Das Artefakt des Wasserdrachens ist das letzte fehlende Teil des Mosaikrätsels gewesen. Über die Brücke, die aufgetaucht ist, kann ich jetzt weiter ins Herz des Tempels. Juhu. Oh. Ja. Okay. Ach, da ist eine Brücke aufgetaucht. Okay, alles klar. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ich habe da einfach mal drauf geklickt. Hä? Das ist keine Brücke. Was ist hier los? Ach so. Ah, ja. Das Ding hat uns gleich nach unten teleportiert. Und das Teil in den Schiebewürfel. Wisst ihr noch, hier waren wir ja eingesetzt. So, können wir hier rüber. Bleibt bitte zusammen, Freunde. Ich müsste gleich schon wieder wohin. Was ist denn hier los? Ah. Lootvase. Inventar ist voll. Was willst du? Moment. Was du machen? Ich werde erstmal. Da war ja sowieso was. Ich muss den hier erstmal identifizieren. Magiekunde zu niedrig? Was willst du mir damit sagen, Vögelchen? Magiekunde. Können wir die noch aufwerten? Wo ist denn die Magiekunde? Magiekunde, da. Genau. Einen zur Zeit, damit wir bloß nichts verschwenden. Magiekunde zu niedrig. Das muss ja ein total krasses Teil sein, ne? Ja, schauen wir doch mal. Also einen könnten wir noch. Ich werde aber keine Punkte verschwenden. Immer noch zu niedrig. Alter, was ist denn hier los? Noch ein. So, das war jetzt aber auch das Letzte. Wenn er jetzt nicht kann. Ach da. Ring der Ausdauer. Dann lass uns doch mal sehen. AU plus 10. Okay.
Dann lass uns doch mal schauen, welche unserer Vögelchen was haben. Ach so. Oh, ein fucking Glück. Transversales Ring. Lass uns nach oben gehen. Ja, ich erinnere mich, genau den gleichen Fehler habe ich letztes Mal hier auch gemacht und habe auf einmal alleine irgendwie drinne gestanden. Aber wie gut, dass wir uns nicht auf den Bossfight, der nämlich gleich kommen wird, eingelassen haben mit Honk alleine. Das wäre einigermaßen interessant. Ich glaube, wenn ich ihn schaffen würde, wär ich absolut, dann wäre ich Chuck Norris wirklich. Ja. Gut. Ja, ich werde dann gleich nochmal, bevor ich mich in diesen Kampf stürze, eine Pause machen. Ich überlege gerade, soll ich vielleicht Ardo mitnehmen? Was gibt es denn? Begleite mich, Ardo. Und Was du? ist? Es sind wirklich zu wenig Begleiter in Wie diesem kann ich Spiel. dir helfen? Und ich kann mir das gar nicht erklären, weil so viel Lore ist nun auch nicht also so viel Aufwand ist es nun auch nicht irgendwie. Wäre es auch nicht gewesen, mehrere Begleiter zu kreieren. Also, es muss bei Radon Labs schon wirklich richtig schlecht ausgesehen haben, als das Spiel hier gemacht wurde. Ich hatte ja immer angenommen, dass Drakensang, der erste Teil, voll der Erfolg war. Ich glaube, war es jetzt auch der Herr Kittenkurmler, der mich da aufgeklärt hat und gesagt hat, dass Radon Labs sozusagen schon bankrott war. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat mir das, ich glaube sogar in den Videokommentaren. Da müsste ich noch mal gucken. Hui! Einmal nach unten. Transversales Teleport. Transversales Teleport. So. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr wenig aufgenommen. Warte. Könnte mal jemand anders den Kram aufnehmen? Ach, nee. Ja. Ist schon klar. So, jetzt will ich mal. Hätte ich eben nicht geguckt. Ja. Hätte ich eben nicht gucken wollen. Ring der Erholung. Lass mich mal sehen. Lebensenergie, Regeneration plus 2. Das ist natürlich extremst geil. Aber wahrscheinlich hat Ja. Ardo hat Ardos Siegerring. Was ist das? Weißt du, diese Sachen, ne? Kannst du mal vergessen. Ich will, dass er mehr Ausdauer hat. Erheblich mehr Ausdauer. Ja. Er ist auf Agro, da muss ich auch aufpassen. Agro weg. Und er stinkt. Warte mal, haben wir irgendwo Seife rumfliegen bei irgendwem im Inventar? Ich bin mir da gar nicht so unsicher. Das müssten wir auch mal schauen. Warte mal. Nee, er kann kein Schild. Was ist mit Ja. ihr? Ich glaube, ihr Elfenschild ist um einiges geiler als dieses Gerät. Okay. Ja, auf jeden Fall. Insofern ist das, glaube ich, Handelsware. Ich lasse ihn mal hier. Was hat denn der Honk noch da alles? Ein Kleid. Was ist denn daran so lustig? Ja, dass er ein Kleid bei sich hat, verflixte Axt. Was haben wir hier? 9, 9, 11, 13, 15, 17. Zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alter, das sieht zwar nicht so geil aus, aber warte mal, was hat das Ding? Hat das Ding hier irgendwelche speziellen Lebensenergie plus 5, Körperkraft plus 1, Stufe plus 1? Nein. Aber warte mal, Ardo. Ja, da müsste man auch Was? eine Kappe besorgen. 2, 3, 4, 7, 10. 16. Das Ding. Welches? Wo ist es denn? Achso, habe ich das hier Ja. reingeschmissen schon? Das hat auf jeden Fall mehr Wumms. Okay, wir brauchen auf jeden Fall dann für ihn auch einen Hut irgendwie.
auf der Hut sein, Insider. So, haben wir hier noch irgendwelche anderen Dinge auf Tasche? Hier, das kriegst du erstmal du. Was? Ja, nö, das ist in Ordnung. Okay. Ei. Warte mal, da war doch noch was. Wir hatten doch eine Sturmwächter. Was ist das? Zeig. Nee, das ist Jadiras Kleid. Ach so, Jadiras Kleid kann man nicht verkaufen? Weißt du was? Wir haben, glaube ich, was in der Höhle des Wasserdrachen zurückgelassen, weil es nicht ins Inventar passte. Wir müssen da nochmal hin. Ein Glück, dass wir... Nee, hier. Sturmwächter. 3, 7. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ei. 3, 7, 13... Nee, 3, 7, 10, 11, 12. So leid mir das auch tut, das wirklich tun zu müssen. Na? Weil ich finde ganz einfach, dass sie in dem Tishiana-Outfit wirklich sehr, sehr cool aussieht, aber... Oh, hübsch. Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Ja. Nein. Kann er das tragen? Also drei, nee, das ist bei weitem besser. Ja, ich glaube, das ist Verkaufsmasse. Das, nee, die, der ist, glaube ich, nicht verkäuflich, oder? Ja. Was hat er denn sonst noch? Hier, Lebenskraft, Ring des Lebens. Okay. Oh, warte mal. Wie gut, dass ich nochmal geschaut habe. Zweihandschwerter. Zack, 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 zack. Nö, geht nicht mehr. Was hat er sonst noch? Hat er irgendeine Fernwaffe? Wurfwaffen könnte er. Dann müsste ich ihm welche besorgen. Wer hat denn hier noch Wurfwaffen auf Tasche? Wahrscheinlich. Honky hat wahrscheinlich. Oh ja, hat er. So. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob irgendjemand Seife auf Tasche hat, um den Ardo zu entstinken. Hm? Ah ja, Vorgrim natürlich. Der stinkende Zwergerarsch. So. Nicht aufteilen. Verwenden. Sofort. Alles klar. Er hat auch noch Erfahrung, er hat auch Punkte. Lass mich mal schauen. Einmal bitte Selbstbeherrschung auf volle Kanne. So, und dann die Lebensenergie. Körperkraft. Nochmal Körperkraft, nochmal Körperkraft. Und nee, warte mal. Konstitution bitte einmal. Ja, erstmal mache ich das fertig, dann gucke ich nochmal. Nee, 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 da geht mal gar nichts. Warum? Jo. So, geht da noch was irgendwo? Sinnenschärfe, okay. Alles klar. Können auch noch mal hier gucken, was? Bei den anderen. Ja. Ob da irgendwas zu machen ist. Ja, ja, ja. Nö, 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 nö. Nö, da geht mal gar nichts. Das ist schlecht. Ja. Ja. Mach mal den Blitz, ich finde noch mal hoch. Ich spreche total still. Leute, es ist gleich wieder 40 Minuten sind wieder vergangen. Wir sind bei 2,5 Stunden. Ich habe also bald, in einer halben Stunde habe ich meine 3 Stunden voll. Das ist ganz gut. Und ich glaube, jetzt können wir auch mal looten. Das kann er machen. Er hat ein total leeres Inventar. Warum mache ich das nicht gleich? Ja, seltene Münzen. Das tut gut. Jopp, mit dem Riesenschwert auf die arme kleine Vase eingeschlagen. Diese Vase, liebste Base, passt genau auf deine Nase. Walter Mörs irgendwann mal in irgendeinem
Comicbuch. Ich würde jetzt nicht empfehlen. Oh, Morphüschen. Oh, wie süß. Ja. Warte. Ach, wie schön. Dem geben wir von ihrer eigenen Medizin. So, das freut mich. Aber ich glaube, komplettes Gedeck ist voll komplett übertrieben. Versteckter Schatz. Oh, wie wundervoll. Ja, mach mal einfach jeder einen drauf. Und dann schicken wir noch Ado nach unten. Was? Ja. Die Dinger sollten inzwischen Weiche. Schon beim Angucken zerfallen. Sanyasa! Achtung! Und ja. Ado. Bei meiner Treu! Da zerplatzt die schon. So, Ado. Attacke! Einen auf den. Rennsohn sollte genügen. Aber ich würde doch die armen Morphüschen nicht als solches bezeichnen. Das ist böse. Auch wenn sie einigermaßen bösartig sind. Fulminictus! Da sackt sie zusammen. Die arme Entität. Hau auf! So. Was war mal dann? Das, Ei? Feires, schick siehst du aus. Nur dieser Gesichtsschleier, den finde ich irgendwie nicht so gut. Das machen wir die heute schon. Morphustacheln. Mehr Munition für Vorgrim. Hier geht es ja noch ein Stück weiter runter. Eola. Ja, ich will nur nicht in den Bosskampf reinrennen. Jetzt einfach noch ein Morphüschen sehe ich. Warum kann ich die nicht looten? Ja, aber sicher. The fuck. Pass mal auf. Wir hatten doch da was. Ich weiß nur nicht, hatte ich ihn jetzt schon in den Schlott reingeschmissen? Natürlich. Mach mal. Scheint zu funktionieren. Wir brauchen ja. Die Stiesel nicht mehr. Wird gemacht. Ein Flussmuschel-Amulett. Konstitution 2. Da müsste ich mal gleich gucken. Also Bronzemünze, seltene Münze. Alles geil. So. Was haben wir denn hier für Amulette am Start? Bei ihm gar nichts. Okay. Das heißt, Ardo? Ja. Genau, nimm das. Wäre jetzt geil, wenn das hier jetzt erscheinen würde, das Teil. Huch. Ardo, mir fehlt dein Barbaren-Outfit, aber so ist auch gut. Weißt du, komm mal her. Zusammenhalten! Einen auf jeden Morphu drauf. Bei meiner Treu! Bei meiner Treu. So. Ich hätte beinahe einen Foramen auf die beiden Morphus gezaubert. Das wäre lustig geworden. Warte, halt, stopp. Alles zurück. Ich habe eine lustige Idee. Ob die jetzt lustig ist, weiß ich nicht. Kannst du noch einen? Das ist platt. Ja. Du könntest noch mal hier. Musst du so nah ranlaufen? Fulminictus! Blitz dich, Finn! Ba'ia! Ja, der Ba'ia wird das lustig finden hier. Ja.
Das ist so lustig. Warum kann sie manche von denen nicht ausnehmen? Ich befürchte echt, dass wir langsam hier in die Gefilde kommen, wo der Bosskampf stattfindet. Und das wäre nicht lustig. Nicht wirklich. Wenn ich hier mit vollem Gebläse... Entschuldigung, zu viel Information. Och, guck mal. Das Moorfüßchen will spielen. Na, wollen wir auch spielen? Natürlich wollen wir spielen. So. Ei. Honky. Honky, ich will nicht, dass du läufst, sondern ich hatte dir einen Befehl gegeben, das hier zu machen. So. Ei. Und jetzt kann sie nochmal hier und hier. Achtung. Und hier, und das sollte genügen. Fulminictus! So. Ja. Ich mach da das ist so. Noch mehr Moorfüßchen. Oh, da unten ist noch mehr Moorfüßchen. Und ein Schatz. Wisst ihr was, Leute? Ich wusste gar nicht, dass das hier noch so ein langer Weg ist. Aha. Hat sie das jetzt? Ich weiß nicht. Ich werde, glaube ich, mal einen Schritt zurückgehen. Und dann gehe ich erstmal in eine Pause. Das wird heute sehr seltsam zu schneiden sein. Ich will nur nicht, dass halt hier Moorfüßchen jetzt noch angreifen. Und ja, ich sage mal, gehabt euch wohl, bis gleich oder bis übermorgen. Ein krachendes Ciao mit V.